Packt die Gasmaske ein und werft euch die bissfeste Lederjacke über. Es ist wieder Zeit, in die von Pilzzombies verseuchte Welt von The Last of Us aufzubrechen. Auf dem Summer Game Fest kündigte Entwickler Naughty Dog offiziell ein Remake des ersten Serienteils an. Ab dem 2. September dürfte das preisgekrönte Action-Adventure also auch nochmal auf der PlayStation 5 erleben. Mit all den lustigen Features, die die Hardware der Current-Gen-Konsole so möglich macht. Die Grafik wurde zum Beispiel fett überarbeitet. Effekte sehen noch schicker aus, die Gesichtsanimationen haben eine ordentliche Überarbeitung spendiert bekommen. Insgesamt wirkt der Abstecher in die Postapokalypse noch detaillierter, noch realistischer, noch atmosphärischer. Dazu kommen noch ein paar technische Spielereien. 3D-Audio, haptisches Feedback und adaptive Trigger des DualSense-Controllers werden unterstützt. Es gibt noch mehr Optionen in Sache Barrierefreiheit, die KI agiert klüger, die Erkundungs- und Kampfsysteme bekommen eine Überarbeitung spendiert und die Steuerung wurde optimiert. Kurzum, das Ding wurde einmal von Grund auf neu gebaut. Klingt doch eigentlich gar nicht schlecht. Mir stellt sich nur die Frage, braucht man das überhaupt? Ich verstehe natürlich den Grundgedanken, man will das Spiel nochmal einer breiteren Masse zugänglich machen. Auch dadurch, dass es künftig noch auf dem PC erscheinen soll. Und ja, ich weiß auch, dass The Last of Us eine riesige, passionierte Fangemeinde hat. Die liebt die Charaktere, das Setting, die Story und deren moralische Gratwanderungen. Aber was hält die denn davon ab, das Original einfach nochmal zu spielen? All die genannten Qualitäten sind doch nach wie vor da. Und die Grafik des Abenteuers wirkt aus heutiger Sicht auch nicht furchtbar angestaubt. Am PC ist es via PS Now spielbar und wahlweise hätte dort ein simpler Port auch noch zahlreiche Fans zufriedengestellt. Das Spiel ist schließlich nicht schlecht gealtert, sondern auch für aktuelle Standards nach wie vor absolut zeitgemäß. Was daran liegen könnte, dass das originale The Last of Us noch nicht mal 10 Jahre alt ist und seit seinem ursprünglichen Release 2013 quasi durchgängig up-to-date gehalten wurde. 2014 wurde der Titel für die PlayStation 4 remastert, inklusive hochaufgelöster Texturen und stabiler Bildrate von 60 FPS. 2019 folgte eine PS4 Pro-Version mit 4K-Support und weiteren Performance-Upgrades und erst 2020 haben die Entwickler einen Patch veröffentlicht, der die Ladezeiten massiv reduziert, von 1,5 Minuten zu Spielbeginn auf gerade mal 14 Sekunden. Da kann mir doch keiner erzählen, dass ich das Ding nicht einfach über die Abwärtskompatibilität der PS5 spielen ließe. Okay, das Gameplay lasse ich vielleicht noch als halbwegs validen Kritikpunkt durchgehen. Dem Mix aus Kämpfen, Stealth, Erkunden und Craften fehlt so ein wenig die Tiefe. Da könnten Spielelemente aus Teil 2, wie Kriechen, Ausweichen oder ein Schalldämpfer, für etwas mehr Substanz sorgen. Aber schlecht spielbar ist das Original doch nun beim besten Willen nicht. Ganz im Gegenteil, mit einer Durchschnittswertung von 95 gilt es noch immer als eines der besten Spiele der letzten Dekade, wenn nicht gar aller Zeiten. Ich habe in den letzten 8 Jahren zumindest niemanden sagen hören, wisst ihr, welches Spiel mal eine Neuauflage gebrauchen könnte? The Last of Us. Stattdessen gibt es so viele andere, deutlich sinnvollere Kandidaten zur Auswahl. Mit der Jak & Daxter-Reihe hätte Naughty Dog beispielsweise ein paar alte Klassiker direkt im hauseigenen Portfolio, die auch wirklich mal eine Generalüberholung verdient hätten. Ich bin schließlich gar nicht gegen Neuauflagen per se. Die können richtig gut und auch sinnvoll sein, dafür müssen sie aber eben einige Punkte erfüllen. Sie müssen transformativ sein, also etwas Neues bieten, einen Mehrwert im Vergleich zur Ursprungsfassung. Das kann im Bereich der Technik sein, wenn ein komplett veraltetes Spiel mit neuer Grafik veröffentlicht wird, wie im Falle der Mafia Definitive Edition. Das kann eine verbesserte Zugänglichkeit sein, wenn man unhandliche Spielelemente wie eine Panzersteuerung rausschmeißt. So geschehen beim Remake von Resident Evil 2, das mit seiner Third-Person-Kamera für ein modernes Publikum hergerichtet wurde. Das können spielerische Innovationen sein, siehe Final Fantasy VII Remake. Hier gibt es neben Autosaves und Checkpoints ein komplett neues Kampfsystem. Actiongeladene Echtzeitgefechte statt taktischer, rundenbasierter Scharmützel verpassen dem vertrauten Spielgefühl von damals einen frischen Twist. Das kann aber auch eine flächendeckendere Verfügbarkeit sein. Prominentes Beispiel Metroid Samus Returns, das die Geschichte von Metroid 2, Return of Samus, vom ausrangierten Game Boy auf den Nintendo 3DS verfrachtete, der 2017 wohl deutlich einfacher zu bekommen war. Und zu guter Letzt müssen Spiele eben auch ein bisschen alt sein, um ein Remake zu rechtfertigen. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel keine nostalgischen Gefühle für einen Titel, der gerade mal 8 Jahre und eine Konsolengeneration zurückliegt. Und einen bahnbrechenden Fortschritt sehe ich bei The Last of Us Part 1 auch nicht. Zumindest keinen, der mit den technischen Unterschieden zwischen der PS1 und PS4-Version von Final Fantasy vergleichbar wäre.
Nicht ohne Grund gilt das Naughty Dog Adventure als eines der schönsten Spiele seiner Zeit, das in der Remaster-Fassung locker mit extra für die Konsole entwickelten Titeln mithalten konnte. Eine Neuauflage lässt sich für mich unter diesen Umständen nur schwer verargumentieren. Der Zyniker in mir will deshalb sagen, dass der einzige Grund für dieses Remake ist, Szenen aus dem ersten Teil so anzupassen, dass der Nachfolger mehr Sinn ergibt. Ach ja, und Geld natürlich. Die Jungs und Mädels von Sony sind ja auch nicht doof. Die wissen natürlich, dass es da draußen einen riesigen Markt für das Remake gibt. The Last of Us verkauft sich wie geschnitten Brot. Teil 1 ging insgesamt mehr als 17 Millionen Mal über die Ladentheke. 7 Millionen Exemplare für die PS3 und 10 für die PS4. Da kann man die Spieler gerne noch ein drittes Mal für den exakt selben Inhalt schröpfen. Und dafür auch noch 80 Euro verlangen. Gerade im Kontext der bald erscheinenden HBO-Serie zu The Last of Us, die den Hype wahrscheinlich nochmal anheizen wird. Das konnte man ja schon bei The Witcher und dessen Netflix-Adaption sehen. Das alles soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass ich das Remake schlecht finde. Ich will den zahllosen Fans da draußen noch nicht den Spaß verderben, die nur darauf warten, die Geschichte rund um Joel und Ellie noch einmal in bestmöglicher Qualität genießen zu können. Und deshalb den Bestand der limitierten Firefly-Edition, inklusive einiger Bonusinhalte, bereits komplett aufgekauft haben. Ich finde aber trotzdem, dass man The Last of Us Part 1 ein wenig kritisch betrachten sollte. Ganz einfach, weil es einen unschönen Trend befeuert. Einen Trend, lieber die einfache und offensichtlich lukrative Route zu nehmen, immer mehr junge Spiele neu aufzulegen. Einen Trend, durch den wir irgendwann an dem lächerlichen Punkt ankommen werden, dass uns Publisher ein Remake des God of War Reboots oder The Witcher 3 vorsetzen. Und diese Bankrotterklärung kreativen Spieldesigns, die kann ja wohl auch niemand wollen.